Servus, grüß euch zu einer neuen Folge von Bergwelten Vanlife. Heute finalisieren wir die Technik, indem wir Gas, Wasser und Heizung installieren. Ich schließe heute die Gasleitung an für die Trummer, Heizung und Warmwasseraufbereitung und für den Gasherd. Anschließend prüfe ich die Dichtheit der Gasanlage mittels Dichtprüfgerät, damit alles sicher ist. Dazu schließe ich das Gasdruckprüfgerät an. Hierfür ist ein Druck von 150 Millibar für 20 Minuten aufrechtzuerhalten. Damit der Markus heute das Wassersystem und Gas anschließen kann, habe ich auf unserer wunderschönen Nussarbeitsplatte, die uns die Tischlerei Gansch hier in Kirchberg angefertigt hat, die Ausschnittsmaße angezeichnet und mit der Stichsäge ausgeschnitten. Als weiteren Schritt setze ich den Gasherd in die dafür ausgeschnittene Mulde ein und schließe ihn an die Gasanlage an. Als Heizung und Warmwasseraufbereitung installiere ich die Trummer. Ich schließe sie an die Kaltwasserleitung und Warmwasserleitung an und versorge sie mit Gas. In weiterer Folge montiere ich den Wandkamin, der für die Frischluft sorgt und die Abluft nach außen führt. Dafür montiere ich das Wandkaminset. Ich zeichne mir in der richtigen Höhe das Ausschnittmaß an, klebe es ab, bohre ein Loch, schneide es mit der Stichsäge aus und setze den Wandkamin ein. Ja, der Einbau der Technik ist jetzt fertig und jetzt fehlen nur noch die letzten Möbeleinbauten.